Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir befinden uns immer noch im... ja, in den Kryokammern. Mit... Alter, die Haare. ja, mit ganz viel Kryokammern und wir müssen immer noch die Kühlschränke untersuchen. Oh, ja, Brille auf. Letzter Wille, Frau mit Brille. Spruch ist auch alt, ne? So unglaublich. So. Ja, Batterien können wir mitnehmen. Lampen. Was ist das denn? Neue Filme. Aha, von der Partei verboten. A Game. A Throne on a Throne. Eine Fernsehserie, die durch die, was? Autokaterie und ausländische Dissentierten gefeiert werden. 2073. 2073. Universell Hustensaft, was? Allergie werden mehr. Schlimmer Schnupfen. Kratzen im Hals. Atmen fällt schwer. Zur Bekämpfung mit belebender Frische nehmen Sie einfach etwas, wie heißt das? Govantibronische, aha. Belebender Frische. Alter. So, da drüben müssen wir noch untersuchen, dann können wir, glaube ich, weiter gleich. Blaupause, Kühlgerät. Kühlgerät. Arbeitsflüssigkeit. Nicht leitfähiges Gel, weiß ich, wo wir hinbekommen, aber Kühlflüssigkeit? Das machen wir mit dem Hauptschlüssel, ne? Haben wir den dabei? Jo, den haben wir dabei. Genau, das leitfähige Gel. Das kriegen wir aus diesen Dingern. Wir brauchen aber, wo kriegen wir denn, sag mal bitte, Dings her? Wo war das jetzt hier, ne? Arbeitsflüssigkeit. Warte mal, da muss ich jetzt erstmal gucken in der Wikipedia. Ne, Ressourcen. Arbeitsflüssigkeit, wo ist das denn? Arbeitsflüssigkeit. Eine spezielle Flüssigkeit, die im Kühlkreislauf von großen Raumschiffmotoren und Kernen verwendet wird. Es ist unmöglich, eine solche Flüssigkeit ohne Laboratorium und zu synthetisieren und es ist schwierig, sie ohne richtigen Werkzeug aus dem Kühlkreislauf zu bekommen. Die Arbeitsflüssigkeit wird sich zur Konservierung von leicht verwendet, aber auch... Ist aber auch nicht klar, wo man sie Systeme der Kühlschränke... Achso, danach suchen soll. Gefundenen Kühlschränken. Benötigt Kühlaggregat. Erhalten via Bohren. Benötigt für Kühlaggregat. Achso, gefunden in Kühlschränken. In Kühlschränken? Heißt jetzt Kühlschränke das hier? Kühlschränke heißt jetzt sowas hier oder wo? How to disable the flow of nitrogen. Turn the A02 valve all the way to the right. Then the three nitrogen reduction valves. Turn the B6 valve to the left at a 30 degree angle. Don't forget to depressurize the valve. Okay. Well, or like this. Ja, geht auch. Time to check the dome. Geht auch. Alter. Was? Alter, wie geil. The cooling system controller should be here somewhere. We're looking for some sort of a... box? No, probably a computer, or a room, or maybe a data block, or a barrel with a button. Oh, wie cool. I haven't fully studied what it should look like. Wait a second, this mosaic. So that's why your relative's face seems so familiar to me. A brilliant engineer, one of the creators of the core, and the father of artificial intelligence. It's him! Amazing! Amazing! Lycoplasma würde ich jetzt liegen lassen, weil wir so viel haben. Gravitationsmodul, ja komm. So, finden wir jetzt hier irgendwas, was wir... Huch! Oha! Was wir benötigen? I noticed that it's enough for a human to get one hit in any part of the body to die. Whereas coffins only die when certain points on the head and stomach are damaged. Okay, Brief Edge Energiekern. Ja, Kühlschränke und so, ne, müssen wir... Alter, wie cool das ist. Ist das hier, ist das Titan? Das ist Titankugel, okay. Ah, hier! Brauchen wir, ne? Müssen wir mitnehmen. So. Da können wir nicht dran drehen.
Ist das unser Opa? Das sieht aus wie unser Opa. According to some sketchy fragments of data, I assume that it might be the office of your grandpa and his team. Did you know that he was supposed to be on board the liner? Nee. Es war also unser Opa, der am Linienschiff... Habe ich doch richtig erkannt. Seit der ersten Folge habe ich doch noch gut in Erinnerung. Wusste ich doch. An employee pass is required. I wonder if a handy scrapper will do. Or if you'll have to search the bodies. Ein Schaber. Ein Schaber sollte... Was hat er gesagt? Ein Schaber sollte ausreichen? Hab ich doch. Ein Mitarbeiterausweis ist erforderlich. Ich frage mich, ob ein handlicher Schaber ausreicht oder ob sie die Leichen durchsuchen müssen. Ach so. Okay, ein Mitarbeiterausweis. Den wir wahrscheinlich da finden, ne? Ach, da oder da oben. Alter, was? Können wir da reinfliegen? Nothing of interest. Analysierer benötigt. Was? Analysator benötigt? Wie können wir das denn? Was? Analysator? Haben wir den? Ist das der hier? Oha, da müssen wir den erst craften. Oha. Ja, das heißt, wir müssen nochmal zurück und dann erstmal analysieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir denn... Haben wir, mal eben kurz gucken. Warte mal. Dieses leitfähige Gel überall gesammelt. Da würde ich immer ein bisschen was bei den Tanks mitnehmen, wenn wir welche finden. Und bei welchen Kühlschränken müssen wir denn die Sachen... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Gibt es hier irgendwo was? Nee. Hier ist nur Elektronik. Eben schnell was essen. Aber wo kriegen wir dieses Arbeitsgel her? Das ist ja interessant. Es wird immer umfangreicher, das Spiel. Oh, hier, warte mal. So, nicht leitfähiges Gel. Wieso sage ich gleitfähig? Ich bin auch schon durch. So. Hier ging es ja nicht rein, ne? Nee, okay. Gut, so. Das heißt, wir können hier noch ein paar Sachen jetzt mitnehmen, die wir liegen gelassen hatten. Weil was wir haben, haben wir. Ich meine, wir haben nicht mehr so viel Platz im Schiff, aber was ich jetzt einmal mitnehme, nehme ich mit. Weil anscheinend brauchen wir ja noch ein paar Sachen. So, und veredeltes Metall ist eh teuer, also können wir das auch gut gebrauchen. Magnet brauchen wir auch. Habe ich gerade schon gesehen. Zwei Wasserflaschen, damit wir nicht verdursten. Und dann würde ich sagen, düsen wir mal zurück und schauen. Oh, hallo. Hallo? Medipack. Erste-Hilfe-Kasten. So. Dann würde ich sagen... Haben wir Inventar voll? Ja, ich würde sagen, ich sortiere erstmal. Das kommt hier rein, das kommt auch hier rein. Die Glühbirnen kommen hier rein und das war's dann auch schon. So, das Lykla Plasma. Medipack kommt hier rein. Die Batterien. Und dann würde ich sagen, der Rest teilt sich wieder auf. Ja gut, hier ist zweimal Alkali. Und dann machen wir den Rest hier rein. So, so langsam ist voll, aber wir haben ja genug Ressourcen, so ist ja nicht, dass wir dann quasi das bauen können. Das war jetzt gewesen. Ja, das Kühlgerät können wir, oder das Kühlaggregat können wir ja nicht bauen, da uns ja die Arbeitsflüssigkeit fehlt, wo wir noch nicht wissen, wo die herbekommen. Beziehungsweise schon in Kühlgeräten oder Klimageräten. Aber wir wollten jetzt, was wollen wir jetzt bauen? Und wir müssen noch das Mikroplasma finden im Übrigen. Gehäuse. Okay, was wollten wir denn jetzt gebaut haben? Bin ich jetzt blöd? Was wollten wir denn jetzt gebaut haben? Ich wollte doch irgendwas bauen. Was war denn das nochmal?
Ach ja, hier, diesen Analysierer, ne? Batterie, Elektronik, zweimal Magnet und zweimal Plastik. Batterie, Elektronik, Magnet, zweimal und zweimal Plastik. 1, 2. Genau, den Analysierer wollte ich bauen. So, das müsste ja der eigentlich sein, ne? Oder gibt's noch einen anderen Analysierer? Nö. Gut. Achso, die Wasserflaschen könnte ich noch einlagern, ne? Scheinbar dabei bin. Den packe ich mir mal eben auf 4. So. Gucken, ob das funktioniert. Und dann gehen wir mal eine Runde analysieren. Bin sehr, sehr gespannt. So. Vor allem, was wir da jetzt finden werden. Dann düse ich mal hier durch. So, hier lang müssen wir. Und dann... wo war das nochmal? Ach, hinten war das rum, ne? Stimmt. Aber dieses Arbeitsgel oder wie das heißt, da bin ich immer noch überfragt, wo es das wohl gibt. Achso, hier lang, genau. So. Ja, dann gucken wir mal. Hui. Dann analysieren wir mal. Ich hoffe, das geht. Geht das? Nothing of interest. Nothing of interest. Nichts Interessantes. Nothing of interest. Solids detected. Solids detected. Kann ich das mitnehmen? Solids detected. Feststoffe erkannt. Solids detected. Aber ich kann nicht... Solids detected. Okay. Das Fragezeichen ist immer noch da. Funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht? Nothing of interest. Aha. Nothing of interest. Hä, bin ich jetzt blöd? Aber die Fragezeichen sind noch da, oder nicht? Oder, hä? Da auch, oder nicht? Nee, da ist das Fragezeichen weg hier. Warte mal. Untreated wastewater. I wouldn't recommend defrosting and drinking it. Solids detected. Kann zwar hier durchfliegen, solids aber... Solids detected. Solids detected. Da ist was. Solids detected. Solids detected. Kann ich das Skin mitnehmen? The deceased is on the ship's crew list. I've checked. I don't know why, though. Ist das nicht so ein Ausweis, den wir brauchten? Oder muss ich hier einfach... Ah, ich habe den umsonst gebaut. Kann das sein? Oh Gott, wo muss ich denn hier raus? Kann das sein, dass wir einfach hier durchfliegen müssen? Ah, jetzt sind die Fragezeichen weg. Warte mal, jetzt haben wir die Karte, ne? Ah, wir brauchen dafür gar keinen Analysierer. Oh, lol. It's a good thing you only need a pass from a corpse, but not the corpse itself. Gut. Der Ausweis hat gereicht. Ich war jetzt etwas überrascht, okay. Apparently your grandpa was supposed to fly as a crew member and monitor the Corps' activity. I wish I'd had a chance to talk to him. Aktivitäten des Kerns hat er überwacht, der Großvater. Ach so. Krass. Er war ein großer Mitarbeiter hier, würde ich sogar behaupten. Oha. All the equipment was destroyed, and someone took all the data blocks. Den Brief Edge Energiekern lasse ich jetzt mal, obwohl kommen wir am Platz. Brauche ja nur ein Ding. Nehme ich mit. Kabel, ja.
warum nicht? Wasser lasse ich liegen hier, Metall, veredeltes, nehme ich mit. Someone's been looking for something here. I wonder what it was. Jemand hat etwas gesucht. Ich frage mich, was das war. Das ist eine gute Frage. Da, unser Großvater. Ein altes Foto von meinem Opa mit seinem Freund Ricky. Während die Erwachsenen wie Fische tranken, schienen wir uns mit Rikis Enkeln ziemlich gut zu verstehen. Schade, dass sie beide irgendwo verschwunden sind. Interessant, dass im Hintergrund waren wir übrigens gewesen auf dem Foto. Plastik. Tonhühnchen. Dass hier wohl die Unterkunft von seinem Vater gewesen ist, von seinem Opa. Wo er hier geforscht hat. Frage ich mich gerade. Most likely the Liner's core was remotely controlled from here, but someone broke everything. Kern des Linienschiffs wurde von hier kontrolliert, wurde aber zerstört, okay. Okay. Super Opa, mein Opa. Ich habe es vor nicht allzu langer Zeit gezeichnet, als Opa mir von seinen Arbeiten an dem größten Energieprojekt erzählte und von den Immersen-Macht, die in den Händen der Wissenschaftler eine Abteilung lag. Jetzt verstehe ich, dass es um den Kern des Linienschiffes ging. Ich hätte nicht gedacht, dass Opa diese Zeichnung behalten hat. Also hat er quasi den Kern entworfen, ja? Observatorium. Das vulkanische astrophysikalische Observatorium. Ohne die Information aus dem Raumanzug hätte ich mich nicht an den Namen erinnert. Obwohl Opa hat mir viel darüber erzählt und mich sogar einmal dorthin mitgenommen. Ich erinnere mich, dass ich durch eines der leistungsstärksten Teleskope der Erde blickte und nichts sah. Aber Opa schaute stundenlang hindurch und bewunderte immer wieder etwas. Was für ein altes Foto. Der kleine Opa sitzt auf den Schultern seines Vaters und der gute Freund meines Opas, Onkel Bagan, sitzt am Tisch. Er ist ein Astronaut. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Entweder James oder Philip. Mein Uropa war bereits vor meiner Geburt gestorben, aber Onkel Bagan besuchte Opa oft. Er war ein cooler Typ. Er lächelte immer, redete über Medizin und half Opa, seinen RAZ-Wagen zu reparieren. Ich glaube, so langsam merkt man, dass wir hier so ein bisschen so aufs Ende zugehen quasi, weil wir finden jetzt noch mehr Sachen. Ich bekam damals eine ordentliche Tracht Prügel. Es tut weh, nur dran zu denken. Es ist allerdings schade, dass sich die Kamera nur ein Bild macht. Es wäre eine interessante Fotoserie gewesen. Übrigens, später hat mich das Huhn das Leben schwer gemacht, als mein Opa... das Huhn hat mir das Leben schwer gemacht. Schwerer als mein Opa. Ein Foto von der Messe. Ein Foto von der Energon-Con, auf der sie die verbesserten Motoren moderner Shuttles präsentierten, die von meinem Opa entwickelt wurden. Damals war ich noch ein Schuljunge, aber ich habe Opa aktiv geholfen, ein Modell des Motors für die Präsentation zum Bauen. Es hat super Spaß gemacht. Ja. Extrahieren, Filtrastation, ja, warum jetzt nicht? Eintrittskarten, internationale Erdplanetarium Nummer 37, Eintrittskarte. Diese sind Eintrittskarten für das große Planetarium der Galaxie. Ich war damals sehr jung, aber ich erinnere mich, wie cool es war, als wäre es gestern gewesen. Ich zeichnete ein paar Kritzeleien auf die Eintrittskarten, bevor wir eintraten, und der Kontrolleur weigerte sich, uns durchzulassen. Ich weiß nicht mehr, wie das alles funktioniert hat, aber ich erinnere mich, dass mein Opa sehr glücklich und mit aufgeplatzter Lippe im Planetarium rumlief. Ach, schön.
Ein Minipack. Und Alkali. Ja, ich glaube, der Regler muss irgendwo hier sein. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Durch diese Tür schreiten wir beim nächsten Mal. In einer weiteren Folge Brief Edge. Dann schaltet ihr wieder ein. Ich würde mich freuen. Also, ich glaube, so langsam riecht es nach Finale quasi. So Story-Finale kann man sagen. Aber wir haben noch viel zu entdecken. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.